Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet einen geilen Montag, einen geilen Dienstag oder eine geile Woche oder was auch immer. Ja, es ist tatsächlich soweit. Das ist das erste Mal, dass ich ein zweites PBE-Video zum selben PBE-Patch quasi rausbringe. Das heißt, aktuell ist Riot richtig on fire. Die bringen übel krass viele Änderungen in ihren Patches und die sind auch hier sehr, sehr viel am Rumhantieren. Ja, das heißt, ich habe ja schon mal ein Video hierzu gemacht und viele Sachen wurden schon wieder komplett verworfen. Einige neue Sachen sind dabei und da sind tatsächlich so interessante Sachen dabei, dass die wirklich tatsächlich interessant sind, ja. Ich habe mir erst gedacht, deswegen kommt dieses Video in Anführungsstrichen zu spät, dass ihr wahrscheinlich auch von anderen YouTubern natürlich die Videos seht und dass ihr es da schon gesehen habt. Da habe ich mir aber gedacht, ja, es gibt bestimmt auch einige, die vielleicht gar nicht noch andere Videos schauen und denen will ich das natürlich nicht vorenthalten. Außerdem sind da natürlich noch brandneue aktuelle Sachen bei. Ja, zum einen die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt natürlich diese neuen Skins. Das hier wird quasi ein Gemstone-Skin werden. Das ist Hextech Alistar. Sieht meiner Meinung nach genauso scheiße aus wie Hextech Annie. Den Birdo-Skin, den haben wir ja auch schon mal gesehen bei mir in einem Game. Und der Sivir-Skin. Das Interessante bei dem Sivir-Skin ist tatsächlich, dass man hier unterschiedliche Pizzabeläge drauf hat. Ja, das heißt, wir können hier mal... Wir haben hier... Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Ne? Obwohl, das hier ist immer dieselbe. Moment, schauen wir mal hier. Hier haben wir unterschiedliche. Ne? Das ist mit Pilzen. Pilze sind kacke. Hier haben wir Margarita. Oder also mit Salami wahrscheinlich. Und das rechts ist Schinken, Käse, Ananas. Irgendwie irgendwas Gelbes, ich weiß es nicht. Mega Mais oder so. I don't know. Ja, dann kommen natürlich noch neue Chroma-Skins dazu. Aber was wirklich, wirklich interessant ist, abgesehen von diesem geilen, insanen Ward, was wirklich interessant ist, und da habe ich mich ja sehr, sehr drüber aufgeregt, über den Wave Clear von LeBlanc. Das können sich wahrscheinlich viele, viele dran erinnern. Und es ist tatsächlich gar nicht so gewesen, dass der Wave Clear zu schwach war von LeBlanc, sondern die Minions werden gebufft, ja. Das heißt, das ist eine extrem krasse Änderung, die wahrscheinlich nicht in dem nächsten Patch auf die Live-Server gehen wird. Ja, das wurde schon unten gesagt. Es wird wahrscheinlich auf die nächsten Wochen verschoben. Dennoch ist es sehr, 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 sehr krass wichtig. Das heißt, was passiert hier? Erstmal wird die HP der Viecher angehoben. Oder der Minions. Wir wollen ja hier nicht abwertend sein. Gerade die Caster kriegen 20 HP wieder. Und auch die Kanone, ja, hier 80 HP. Also super krass viel HP dazu. Und sie bekommen mehr HP pro Level dazu. Ja, pro Upgrade quasi. Und jetzt ist die Frage, warum macht Riot? Das ist eine der Änderungen von den Minions. Warum macht Riot das? Riot macht das deswegen, weil sie den Wave Clear nerfen wollen. Ja, sie wollen nicht, dass Champions die ganze Zeit einfach nur wie Talon, muss man leider sagen. Also Talon ist aber wahrscheinlich noch nicht das krasseste Beispiel. Aber durchpushen und dann roam gehen, ne? Weil dadurch kannst du dein Lane-Matchup, ja, sagen wir, du hast ein richtig schlechtes Matchup, wie Twisted Fate. Twisted Fate kriegt von so gut wie jedem aufs Maul. Ja, und er spielt jetzt gegen eine Syndra, die würde ihm richtig hart kaputt machen. Was er aber machen kann, ist super krass die Wave reinpushen und roam, ne? Das kann er und das ist seine Möglichkeit und das ist eigentlich auch Twisted Fate. Und dadurch, dass die Minions mehr HP haben, kann man nicht mehr so gut roam. Man kommt nicht mehr so schnell zum Roam, ja, das heißt, man muss hier ein bisschen mehr Auto hitten, ein bisschen mehr Wave clearen. Und dadurch hat man quasi mehr Lane-Interaktion, ja. Es soll mehr der individuelle Skill gefördert werden, so heißt es zumindestens. Das, beziehungsweise das One-on-One, ja. Wer nicht so krass roamen kann, der muss halt mehr in der Lane bleiben. Beziehungsweise gibt das natürlich auch für den Gegner, der jetzt vielleicht nicht den krassesten Wave Clear hat, mehr Möglichkeiten jetzt auch, den Gegner zu fighten, ja. Vielleicht gibt es ja auch Champions, die wollen gar nicht roamen. Und das heißt hier, ne, mehr Interaktion in der Lane. Ist natürlich jetzt grundsätzlich cool und schlecht, aber darüber reden wir gleich. Wir gehen jetzt erstmal auf den Punkt, das Ganze wird noch gefördert durch die Kanone. Denn die Kanone gibt jetzt 60 Gold, meine Freunde. Von 45 auf 60, das heißt 15 mehr Gold. Wenn ihr also eine Kanone misst, ja, das ist insane viel Gold. Ne? Ihr wisst ja, was ich für ein Kanonenfarmer bin. Kanonen zu farmen ist jetzt unglaublich krass wichtig. Das Ding ist, es gibt jetzt aber nicht insgesamt mehr Gold, sondern das Gold wird geschiftet. Melee-Minions geben weniger Gold. Ne, stopp mal, hier geht es sogar hoch. Aber Caster-Minions geben weniger. Ja? Das heißt, das Gold wird insgesamt hier ein bisschen weggenommen und halt auf die Kanone gebündelt. Dadurch soll auch die Interaktion mit der Kanone gefördert werden. Das heißt, die Kanone soll umkämpft sein. Es ist nicht einfach eine Kanone, die man farmt, sondern hey, du willst diese Kanone? Nee, diese... Es ist quasi eine Schatztruhe auf Rädern. Ne? Die muss man beschützen, beziehungsweise dafür sorgen, dass der Gegner diese nicht bekommt. Ne? Das ist, eigentlich finde ich die Idee gut, weil dadurch hat man mehr Möglichkeiten, wirklich in der Lane zu zeigen, was man kann. Ne? Nicht nur Wave Clear und Roam, ne? Dann 3 gegen 2 da unten auf der Botlane, sondern schöne Interaktion. Was ich mich nur frage ist, es gibt Champions, die sind ein bisschen mau, was Wave Clear angeht. Ja? Das heißt, nehmen wir Fizz. Fizz ist ein Wave Clear, ist okay, aber der ist auch nur okay, solange er mit seiner E aktiv in die Wave reingehen kann, ne? Das heißt, wenn die Minions irgendwann mal gegen deinen Turm pushen, ja, mit 3, 4 Leuten, Gegnern dabei, dann kannst du das natürlich nicht machen. Und dann ist der Wave Clear... Also für einige Champions könnte das wirklich, wirklich hart werden, was Wave Clear angeht, ja? Swain Wave Clear ist ja auch nicht der allerkrasseste und wenn die es dann noch schwieriger haben,
muss man mal wirklich schauen. Wie gesagt, die Änderung wird jetzt noch nicht direkt in den nächsten Patch kommen. Aber könnt ihr mir gerne mal sagen, was ihr davon haltet? Ich finde die Änderung, ja, grundsätzlich hat sie was Cooles, ne? Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ja, Ari, meine Freunde. Ari bin ich mir auch nicht ganz sicher, was hier gemacht wird. Ari hat ungefähr eine Winrate. Wir können es mal ganz fix hier nachschauen. Ich habe das nämlich aufgemacht. Ich habe nach Wukong geschaut. Ari hat eine Winrate von aktuell 52%, meine Freunde. Ja, ihr konntet es jetzt nicht sehen, das ist nicht schlimm. 52%, das ist für mich ein absolut gebalanceder Champion. Der ist bei far noch nicht schwach. Ja, schwach ist so 50%. Und natürlich geht es noch weiter nach oben, aber absolut balanced. Ich weiß gar nicht, warum sie jetzt wieder angefasst wird. Verstehe ich nicht ganz. Aber, also, besser balancen kann man es nicht. Ja, so 51% wäre auch noch gut, aber... Ja, das heißt, ihre Q gibt jetzt keinen Movement Speed mehr. Das Q hat damals, ja ganz, ganz damals die alte Ari, also wir gehen jetzt auch wieder bei der Ari ein bisschen zurück. Ja, die hat auch keinen Movement Speed gegeben. Finde ich ein bisschen scheiße, weil, ja, ich habe mal gesagt, dass Pre-6 Ari immobil ist und dafür wurde ich geflamed. Ja, und im Prinzip, ja, die Q gibt viel Mobilität, aber ohne diese Q habt ihr jetzt gar, also ist sie wirklich relativ einfach zu catchen in der Lane tatsächlich, ne? Also ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiges Tool gewesen und finde ich auch eine schöne, ja, ein schöner kleiner Zusatz gewesen. Ich habe es gerne gehabt, aber ist halt so, weil der Wave jetzt etwas geändert hat, jetzt cooldown-technisch ist das, ja, uninteressant im Prinzip, aber das, was jetzt passiert ist, dass sobald ihr das W castet instant, dann wird der Cooldown sofort laufen. Ja, das heißt, ihr könntet es rein theoretisch anmachen und dann zum Gegner dashen, dann habt ihr sogar richtig viel Cooldown gespart. Aber es fängt halt sofort an und nicht nach dem Effekt. Hier wird noch die AP um 10% erhöht und jetzt geht's zu dem Charm. Das ist nämlich ein Effekt, den gab es schon damals. Beziehungsweise die ganz alte Ari war so wie unsere Ari. Dann kam dieser Effekt rein und der Effekt wurde damals entfernt und jetzt kommt der Effekt wieder. Also ich weiß nicht genau, was Riot, die holen wieder alles zurück von damals. Wollen sie wieder back to the roots oder wie? Ja, das heißt, das Charm macht jetzt weniger APs gang, 20% und noch weniger Damage. Ja, das ist nicht so schön. Aber dafür ist es jetzt so, wenn ihr jemanden mit dem Charm trefft, macht jeder eurer Spells 20% mehr Damage. Das ist ziemlich krass, Leute. Das ist ziemlich, ziemlich krass. Aber es ist natürlich unglaublich wichtig, dass ihr den Charm trefft. Bevor wir darauf eingehen, gehen wir noch kurz zur Ultimate. Die hat jetzt etwas mehr Cooldown und der Schaden wird zwar vom Base Damage etwas reduziert, hier um 10 auf Stufe 2 und um 20 auf Stufe 3, aber dafür das Scaling um 10% angehoben. Und wenn wir ehrlich sind, auf Stufe 2, ja, wir brauchen nur 10 Damage, das sind 100 AP, ne, ist absolut easy. Das heißt, es ist immer ein Buff. Es ist hier Damage-wise immer ein Buff, vor allem auf Stufe 1 haben wir mehr Schaden. Also wenn man das jetzt mal komplett so nimmt, ihre Mobilität wird eingeschränkt. Ja, sie ist nicht mehr so mobil wie jetzt, hat aber deutlich mehr Schaden. Also man kann wirklich sagen, deutlich mehr. Okay, das Scaling hier ist um 20% weniger. Dafür macht sie aber 20% mehr Damage auf allen anderen Spells. Ja, was unglaublich wichtig ist. Das heißt, die W macht 20% mehr Damage, die Q ebenfalls. Zumindest ist es der erste, der True Damage wird ja immer True Damage bleiben. Und die Ultimate macht jeweils 20% mehr Damage. Wichtig ist natürlich hier, ihr müsst das Charm treffen. Das heißt, es ist skill-lastig, ja. Wenn ihr das Charm nicht treffen könnt, dann ist Ari komplett RIP jetzt für euch. Ne? Dann ist das kein guter Champion. Ist also sehr, sehr belohnt für das Charm. Ohne Charm-Treffer habt ihr weniger Damage. Also es ist auch gar nicht mal so krass. So viel weniger Damage schafft ihr gar nicht, wenn wir ehrlich sind. Also ihr habt halt hier 20% weniger AP-Scale. Ne? Aber es hält sich echt in Rahmen eigentlich. Aber ja, ich denke, das ist insgesamt all over ein Buff. Natürlich, sie ist gankbarer. Gankbarer ist sie auf jeden Fall dadurch. Ne? Und nicht mehr so mobil. Ja, bei Kane wurden wieder, die Änderungen hatten wir ja schon mal so ein bisschen. Allerdings sind sie hier noch ganz viel am Rummachen. Sie haben wieder ein bisschen zurückgegangen. Das heißt, dass man sich nicht mehr ganz so schnell transformt, aber immer noch schneller als aktuell. Und sie haben hier noch ganz viele Sachen, die, wo sie noch machen wollen, aber nicht sagen dürfen quasi. Ja, das ist, ja, das lassen wir einfach mal. Also die wollen da nicht zu viel droppen auf jeden Fall. Kha'Zix wurde ebenfalls verändert, ja. Da, das sind immer noch diese Drakta-Ausgleichsbuffs übrigens, ja. Aber die, da sind sie wirklich noch am Rumprobieren. Void Spike gibt jetzt nicht mehr zusätzlichen Schaden gegen Monster. Das ist natürlich kacke für den Jungle Clear, muss man definitiv sagen. Vor allem für diese komischen Raptoren. Ansonsten ist jetzt Isolation Damage Bonus von 65% auf 100%. Das ist komplett GG. Das ist wirklich komplett GG, ja. Das ist ja auf der Q. Das heißt, wenn der Gegner isoliert ist, finde ich grundsätzlich... nicht schlechte Idee, das heißt, ne, isolierte Ziele werden, wenn jemand isoliert ist, wird das belohnt, das ist immer gut. Ist insaner Buff, muss ich sagen. Na, natürlich, Draktarblade ist weg dafür, beziehungsweise nicht weg, sondern schwächer, aber ich denke, das gleicht es alle Male aus, also, ne. Ja, bei LeBlanc, da haben wir ja schon drüber gesprochen, Lee Sin, meine Freunde. Ja, Lee Sin ist genauso, irgendwie ist das komisch, ne. Lee Sin wird gebufft, genervt, gebufft, genervt, gebufft, genervt, ja. Also, am besten könnten sie ihn wirklich entfernen, hätte ich gesagt.
Er kriegt jetzt durch seine Passive ein bisschen mehr Energie. Das heißt, auf Stufe 1, ne, kriegt er mit dem ersten Auto 20, dann 10 Energie. Wird auf Stufe 11 zu 30, 15. Ist ganz nett auf jeden Fall. Und Dragon Rage kriegt richtig viel Schaden dazu. Das heißt, 600 Damage, 150 mehr Damage auf Stufe 3. War damals schon mal so und wurde dann wieder zurückgenommen. Ist insane, ne? Muss man einfach sagen, aber spielt keinen Lee Sin. Der wird trotzdem Free Loose sein. Also, Winrate wird hochgehen, aber seine Winrate... Also, wenn wir fair sind, seine Winrate ist katastrophal. Also, die ist ganz weit unten. Der braucht Buffs, aber spielt ihn bitte nicht. Ja, Miss Fortune kriegt etwas mehr AD pro Level dazu. Das soll auch deswegen sein, weil sie ja eine Draktar-Blade-Bauerin ist. Ne? Das geht so in diese Richtung. Ansonsten, also sorry, dass ich hier so ein paar Sachen überspringe, aber ich habe schon mal ein Video dazu gemacht. Wenn euch diese anderen Sachen interessieren, dann checkt mal mein anderes Video ab. Rakan. Verstehe ich nicht ganz ehrlich gesagt, dass ihr... Weil er kriegt zusätzliche AP-Scalings. Er hat 10% mehr AP auf seiner Q und 20% mehr AP sogar auf seiner W. Ja, mehr AP-Scaling ist cool. Die meisten Rakans gehen eigentlich eher so in Richtung Tank-lastigen Item-Build. Vielleicht will man hier den Rakan ein bisschen mehr belohnen, indem er mehr Schaden... Also ich finde, Rakan macht echt sau wenig Schaden. Mehr Schaden ist echt cool auf den Champion. Wobei man da auch nicht übertreiben darf, weil ich finde sein Balancing echt gut. Er hat wenig Schaden dafür, aber insane viel CC. Ne? Also, und das auf guter Reichweite. Na, da sollte man auf jeden Fall nicht übertreiben. Battle Dance wird ebenfalls, also seine Evo, mit der rumfliegen kann. Die Range wird generell erhöht, aber für Xayah reduziert, ja? Also, beziehungsweise wenn er mit Xayah zusammenspielt. Ja, weiter geht's dann mit Rumble. Rumble hat auch eine horrible Winrate, irgendwo bei 47%. Das Ding macht jetzt 350 Schaden auf Stufe 5. Das ist komplett GG, wenn man sich das mal vorstellt. Allerdings muss man hier wirklich davon ausgehen, das Ding, der Feuerwerfer muss ja komplett durchgehen, um diese 350 Schaden zu machen. Aber das ist echt krass viel. Dafür macht es etwas weniger Schaden an Minions. Ich denke, das gleicht es einfach nur aus. Auf jeden Fall, also Wave Gear wird gleich bleiben, aber Damage und Champions halt deutlich höher. Und der Equalizer, also die Ultimate, macht jetzt freaking 1300 Schaden mit 175% AP-Scaling. Das ist komplett gestört. Also ich merke das ja, wenn ich so, wenn man Rumble dabei ist und das Ding abkriegst, du verbrennst halt innerlich in dem Zeug. Ne? Du spürst richtig diesen Schmerz, den der Champion erleidet. Und das wird jetzt halt noch krasser, ne? 1300 Schaden, das ist komplett krank. Ja, Shaco, ebenfalls Draktar-Blade-Änderung. Er kriegt jetzt auf seiner Q wieder den Effekt, dass er zusätzlichen Schaden macht. Ja, gab es ja am Anfang auch. Das heißt, naja, aktuell war die Q wirklich, du bist hinter den Gegner gegangen und hast ihn angegriffen. Du hast keinen Schaden mit der Q gemacht. Und ich finde das, also das ist zwar eine Draktar-Ausgleichsänderung, aber ich finde, das ist wirklich eine schöne Änderung. Ja, der Spell ohne Schaden, es fühlt sich einfach nicht schön an. Das ist genauso, als wenn du ein Ward kaputt machst und kein Gold bekommst. Das ist nicht schön. Das ist einfach nicht schön. Talon, ja, Talon ebenfalls, ne, auch Änderungen, Leute. Damals habe ich ja gesagt, W wird mehr Damage bekommen, wurde weggemacht. W kriegt nicht mehr Damage, ich glaube, sie hatten Angst, dass Talon in der Lane vielleicht zu stark wird, weiß ich nicht. Das, was nämlich jetzt gemacht wird, ist, die Passive wird erhöht. Im Early Game bleibt sie gleich, im Late Game aber 245 Schaden, das ist ziemlich viel tatsächlich. Man muss sagen, auch wenn es Late Game ist, werden wir so ab Stufe 3, 4, 5, ne, wir werden dezent mehr Schaden machen als jetzt. Das ist auf jeden Fall auch ein Early Game Buff tatsächlich, ja. Ansonsten, Shadow Assault, 20% mehr AD-Scaling, das ist komplett GG. Ja, 20% pro Instanz, ja, das ist ja raus, rein. 20% mehr ist super, super geil. Finde diese Änderung auch deutlich besser als die W-Änderung. W-Änderung wäre natürlich geil gewesen für den Wave-Give ab und so überleben die noch ein bisschen mit so ein paar Prozenten. Aber die Ultimate finde ich deutlich, deutlich besser. Und dann noch die Pässe dazu, finde ich, sie sind super coole Änderungen. Ich spiele Talon aktuell super krass. Also ich glaube, ich bin das erste Mal jetzt, dass ich mir einen Talon-OTP-Namen machen werde. Also ich wollte mich ja umbenennen und ich suche noch aktuell nach einem Namen. Ihr könnt ja mal, ne, ihr braucht nichts droppen. Ich suche mir den selber aus. Aber, ja, ja, könnt ihr euch drauf einstellen. Wukong wird gebufft. Ja, bei ihm bauen auch einige Draktar-Blade. Die Änderung, also ich wusste gar nicht, dass das Crushing Q hier 10% AD-Scaling hat. Das ist komplett durchgeboostet. 10%. Ja, es scaled jetzt auf 50% hoch. Ist okay. Das Ding maxen wir halt erst als zweites auf Wukong. Ich habe damals sehr viel Wukong gespielt. Ja, als zweites wird es erst gemaxt, deswegen ist es kein Early-Game-Buff. Aber es ist auf jeden Fall okay. Zed hatten wir auch, dass seine Schuriken irgendwie... Ja, die Änderung, die vorher war, wurde auch zurückgenommen. Und zwar ist es jetzt eine andere Änderung. Und zwar machen die Shurikens vollen Damage, wenn das selbe Ziel trifft. Dasselbe, ja, wie Z. Und zwar ist das ziemlich cool, weil vorher war es, der erste macht 100% und der zweite macht 75%. Jetzt machen beide 100%. Das ist super geil. Und die Ultimate hat 10% mehr AD-Scaling. Das ist auch, das sind echt krasse Buffs. Ich finde das so deutlich besser, dass man nicht mehr so Draktar-Blade abhängig ist. Finde ich, ist, kann ich absolut hinterstehen. Finde ich absolut top. Ja, Deadman's Plate
war, das wissen wahrscheinlich viele von euch gar nicht, das Ding hat nur Schaden gemacht, wenn ihr 106 hattet. Ja, da hat wahrscheinlich absolut niemand im Game drauf geachtet. Das war auch keine schöne Mechanik. Die Idee war cool, aber die Mechanik war nicht schön, ne? Das heißt, nur bei 100 Stacks und jetzt ist es wieder so, dass ihr pro Stack einen Schaden macht. Ja, den Slow bekommt ihr nur bei 100% und auch nur als Nahkämpfer sind 50% Slow. Aber das ist auf jeden Fall nett. Ja, und auch das Rageblade wird wieder geändert. Und zwar ist es jetzt wieder mit einem Buch, wieder mit AP. Aber dafür ist es so, dass ihr jetzt ein gemischtes Scaling habt. Das heißt, ihr habt jetzt 5 Auto-Attack Damage, den ihr macht. Beziehungsweise, ja, also Physical Damage und das skaliert mit AD. Und 5 Magical Damage, das skaliert mit AP. Das ist so für so Hybrid-Champs eigentlich ziemlich cool, die Idee, muss man sagen. Aber ob das so bleiben wird, wissen wir noch nicht, ja? Schauen wir mal. Rapid Fire Cannon und Stabsraphen werden ein bisschen genervt, ja, die sind aktuell einfach zu stark, die Items. Static Schiff, also, ne, die, man muss ehrlich sagen, die Dinger sind zu stark dafür, dass sie so günstig sind. Und dann haben wir noch die Rune Conqueror, ja, da wurde sich ja oft beschwert, dass sie zu stark ist, die wurde ein bisschen genervt und zwar hat der Effekt jetzt noch 3 Sekunden. Das ist ziemlich krass und gibt auch nur noch 50 AD statt 60 AD, wie es vorher war. 3 Sekunden, als Nahkämpfer refresht das zwar die ganze Zeit, aber wenn ihr jetzt einen Nahkämpfer mal, ja, kurz kitet, ja, und er nicht rankommt für 3 Sekunden, dann läuft der Effekt aus und dann ist das komplett weg. Ich denke, das ist echt eigentlich eine ziemlich coole Änderung, ne? Muss mal gucken, ist vielleicht ein bisschen zu hart, ist 3 Sekunden, aber schauen wir mal. Heal auf 30 Sekunden höher, mit auf 270 und Ignite zusätzlicher Schaden, was ebenfalls für Talon geil ist, ne? Hier am Ende könnt ihr nochmal sehen, die Änderungen wurden erstmal gestrichen mit den Minions, das heißt, das wird irgendwann kommen, aber noch nicht jetzt. Damit möchte ich mich verabschieden, auf Wiedersehen und tschüss.